Hallo, ich bin Michael Augustin, ich bin Rechtsanwalt. Ich beschäftige mich schon immer mit dem Thema Verträge, AGB, allgemeine Geschäftsbedingungen, wie man Verträge prüft, wie man die berät, wie man die verhandelt und so weiter. Das habe ich schon im Studium gemacht. Das macht einfach Spaß, weil es was Konstruktives ist, wo es nicht darum geht zu streiten, sondern man baut immer irgendwie eine Geschäftsbeziehung auf und das ist für einen Anwalt auch was Tolles, weil es halt was Konstruktives ist. Ja. Ich habe zu dem Thema harmonische Geschäftsbeziehungen ein E-Book geschrieben, da finden Sie unter dem Video den Download-Link, da können Sie das E-Book erwerben und dann können Sie da meine Gedanken dazu komprimiert mal durchlesen und durcharbeiten, sodass Sie vielleicht Ihr Business irgendwie daran weiterentwickeln können. Das ist nämlich mein Ziel, dass ich Ihnen helfe, bei Ihren Geschäftsbeziehungen da zu einer Weiterentwicklung zu kommen, dass Sie da auf harmonische Art und Weise, also ohne dass es zu Streit kommt, Ihr Business weiterentwickeln und Ihre Geschäftskontakte weiterentwickeln und pflegen. Ja. Jetzt geht es um den Tipp, dass es wichtig ist, sich über die eigene Zielgruppe und die sonstigen Vertragspartner Klarheit zu verschaffen. Ja. Also als erstes ist natürlich wichtig, dass man sich über seine eigenen Ziele als Unternehmer, als Selbstständiger oder was auch immer Klarheit verschafft hat, dass man weiß, wie man, was man erreichen will für sich selber. Und dann der nächste Schritt ist, dass man sich überlegt, mit welchen Leuten kann ich denn meine Ziele erreichen. Wer ist meine Zielgruppe? Mit wem werde ich Verträge schließen? Wer sind meine anderen Vertragspartner, die mir vielleicht zuarbeiten? Das muss man sich halt alles dann überlegen. Ja? Da geht es nicht nur darum, jetzt, dass man diese Personen, die man für sein Business braucht, überhaupt findet und wie man die dann anspricht, sondern auch, welche Art von Verträgen man dann später mit denen schließt. Ja? Also da gibt es verschiedene Parameter, die da relevant sein können für das jeweilige Geschäftsverhältnis. Und dann möchte ich Sie eben auffordern, dass Sie sich dann ein möglichst klares Bild machen über sämtliche Eigenschaften und Einzelheiten, die relevant werden können. Da gibt es zum Beispiel die Parameter, ist die Beziehung, die Sie mit jemandem haben werden, eher langfristig angedacht oder ist das vielleicht nur eine einmalige Sache? Ist es ein einmaliger Auftrag, dann ist natürlich so, dass Sie mit dem einen Auftrag einen Vertrag schließen, in dem dann alle Einzelheiten festgelegt sind und dann wird er halt dann danach erfüllt und umgesetzt. Wenn Sie eine langfristige Bindung anstreben, wo es vielleicht um verschiedene Einzelprojekte geht, aber der Rahmen soll immer der gleiche bleiben, dann ist natürlich, bietet sich's an, dass man einen Rahmenvertrag schließt, in dem so die groben Konditionen vereinbart werden und dann muss man danach nur noch die Einzelaufträge irgendwie kurz vereinbaren. Da braucht man auch nicht mehr groß verhandeln, sondern die Verhandlung ist ja in dem Rahmenvertrag schon erfolgt und dann muss man sich nur noch darauf beziehen. Ja. Weiterer Parameter ist die Leistung, die von Ihnen da erwartet wird, ist die eher umfangreich, groß oder ist es eher klein? Ja. Welche Leistungen werden von Ihnen da erwartet? Was müssen Sie da erbringen? Wer hat Interesse an diesen Leistungen? Dann gibt es noch weitere Themen, so welche Gewährleistung könnte da, je nachdem welche Leistungen vereinbart werden sollen, problematisch werden, gibt es da Haftungsrisiken und so weiter, müssen vielleicht Waren gelagert werden oder transportiert werden oder holt der Kunde die ab oder gibt es sowieso überhaupt keine Waren, sondern ist vielleicht alles nur Beratung oder man kann es digital leisten. Dann, wie sollte die Bezahlung erfolgen, wollen Sie vielleicht einen Vorschuss, haben Sie da vielleicht das Gefühl bei einer bestimmten Zielgruppe, dass die vielleicht nicht so ganz zahlungsfähig ist, dann würde ich empfehlen, eher so mal mindestens einen Vorschuss von einem Teil der Vergütung, die Sie halt insgesamt erreichen wollen, dass Sie das schon mal vorab verlangen. Oder können Sie da gleich Raten vereinbaren oder bei einer langfristigen Beziehung ist dann natürlich auch wieder interessant, dass man Rabatte irgendwie einräumt, weil man sich ja da vielleicht auch dann administrativ wieder Arbeiten spart. Dann gibt es im Einzelfall vielleicht auch noch weitere Besonderheiten, die Sie besser wissen als ich, aber da ist eben auch wichtig, dass man sich darüber ein Bild macht, damit man das dann in den Verträgen vielleicht mit einbeziehen kann. Ja. Genau, wenn es noch eins zu diesem ganzen großer Leistungsumfang, kleiner Umfang, langfristige Bindung, kleine Bindung, das spielt alles eine Rolle für ihre Arbeit drumherum, auch so die administrativen Arbeiten. Da muss ein Vertrag geschlossen werden, dann muss da eine Rechnung gestellt werden, man muss da vielleicht, was weiß ich, welche anderen Nebenkosten noch irgendwie aufbringen und diese Sachen spielen halt alle eine Rolle für die Vertragsgestaltung. Ich werde hier auf dem Kanal noch mehrere Videos zum Thema harmonische Geschäftsbeziehungen posten und lade Sie herzlich ein, hier meinen Kanal zu abonnieren, zu liken, zu kommentieren. Für mich ist auch total interessant, welche Fragen Sie und welche Gedanken Sie oder Erfahrungen auch Sie
zu dem ganzen Thema haben. Schauen Sie gern rein, mischen Sie sich ein, kommentieren Sie hier fleißig. Ich kann vielleicht die Sachen beantworten und auch weiter berücksichtigen. Die sind für mich auf jeden Fall interessant. Schauen Sie in die Videos rein. Und wie gesagt, der Link zum E-Book Harmonische Geschäftsbeziehungen finden Sie unter dem Video. Also vielen Dank, ich wünsche Ihnen alles Gute.